Miron, Miron. Was bedeutet das überhaupt? Und sie segnen es in Armenien. Lass es uns herausfinden. St. Gregor von Narek, Naregazi, beginnt seine Gebete. Es ist das Herz des Herzens, das gebrochen ist, aus den Tiefen meines Herzens, ein Gespräch mit Gott. Asketen, Einsiedler und Mönche sollen eine besondere Beziehung zum Göttlichen haben, um Gespräche zu erleichtern, genauer gesagt den Dialog. Ein Gespräch mit Gott ist immer ein Dialog, niemals ein Monolog. Du betest, Gott antwortet. Du antwortest, Gott antwortet. Das heilige Muron ist ein Mittel, durch das Gott mit uns kommuniziert. Muron ist Chrisam, ein spezielles Öl, das zur Salbung verwendet wird. Das Wort Christus stammt von Chrisam. Christus bedeutet der Gesalbte, unser Herr. Jesus Christus ist Jesus, der Gesalbte. Chrisam wird manchmal als Myrrhe bezeichnet, eines der Geschenke, die die Weisen Jesus Christus bei seiner Geburt brachten. In der armenischen Kirche nennen wir es heiliges Muron. Es wird in traditionellen Kirchen wie der römisch-katholischen und der östlich-orthodoxen Kirche verwendet, um zu salben, das heißt, um zu versiegeln, ähnlich wie das Amen, das unsere Gebete beendet. Mit ihm wird der Glaube versiegelt. Während die Zubereitung des heiligen Muron unter den verschiedenen Kirchen variiert, ist die Verwendung von Symbolik in der armenischen Kirche so einzigartig wie die Tatsache, dass das Muron aus früheren Segnungen aus der Zeit Christi zur neuen Charge hinzugefügt wird, wodurch die gegenwärtige Gemeinschaft mit der ewigen Gruppe von Gläubigen verbunden wird. Die armenische Kirche wird eine neue Charge Muron in Echmiadzin segnen. Bei diesem Gottesdienst, der alle 7 Jahre stattfindet, seine Heiligkeit Katholikos Karekin II., der Katholikos von ganz Armenien, wird den Vorsitz führen, unterstützt von Bischöfen und Klerus aus der ganzen Welt. Es gibt eine besondere Vorbereitungszeit und eine Formel, die duftende Blumen aus der ganzen Welt in diese Mischung bringt. Und sie segnen es mit der Lanze, die die Seite unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz durchbohrte, mit dem heiligen Relikt von St. Gregor von Narek, dem heiligen Kreuz und dem Evangelium. Die Mechanik, wie dieser Segen zustande kommt, ist faszinierend, aber nicht so beeindruckend wie die Realität, dass das heilige Muron, die Gegenwart des Heiligen Geistes, in unserem Leben ist, der immer mit uns spricht und uns leitet. Sie sehen, der Geist Gottes spricht immer mit uns, aber oft sind unsere Empfänger stumpf und nicht auf die gleiche Frequenz eingestellt. Das heilige Muron stimmt unsere Empfänger auf die Richtung des Heiligen Geistes ein. Das zweite der 7 Sakramente in unserer Kirche ist die Chrisamierung, das Sakrament, das unmittelbar auf die Taufe folgt. Und wir alle, die wir in der armenischen Kirche getauft wurden, haben es empfangen. Wir treten durch die Taufe in die Kirche ein und jetzt durch die Chrisamierung. Der Priester gibt uns die Kraft des Heiligen Geistes, um uns zu leiten, um diese Neuheit, diese Frische während unseres Lebens gegen die Gefahren, Versuchungen und Herausforderungen, die uns begegnen, zu bewahren. Der Priester salbt die Stirn einer Person mit den Worten: Süßes Salböl wird im Namen von Jesus Christus auf dich gegossen, als Siegel der unvergänglichen himmlischen Gaben. Er fährt fort, über alle Sinne des Körpers zu sprechen, über die Ohren zum Hören des göttlichen Gebots, über die Nasenlöcher für einen süßen Duft von diesem Leben zum ewigen Leben. Auf den Mund, um die Worte Gottes zu sprechen. Auf unsere Hände, damit wir die guten Werke Gottes tun. Auf unser Herz, um es reinzuhalten. Und auf unseren Rücken als Schild der Stärke gegen den Bösen. Und auf unsere Füße, um den Weg durch das Leben zu leiten.
So sind sie eingeladen, ihre Gebete in diesem Spiegel zu vermischen, um Amen zu sagen zu der Salbung, die uns mit unserer Vergangenheit, unserer Zukunft und der gesamten Ewigkeit vereint. Dies ist das siebte Jahr. Dies ist der Segen des heiligen Mittels.